So, so ein Kack hier, ey. Es war in irgendeiner Halle drin. Stand irgendwas offen. Gibt es da mehrere Hallen vor? Ich hoffe mal nicht. Eine wird mir schon reichen. Da ist nichts offen. Ich weiß jetzt natürlich leider auch nicht mehr, wo es war. Oh, meine Nase. Oh mein Gott. Das müsste diese vielleicht gewesen sein. Mal schauen. Da sieht alles dicht aus. Dispatch Hall. Da ist auch alles dicht. Wahrscheinlich da, wo auch am meisten Platz ist. Muss man genau diese hier vielleicht. Oh, ich bin doch nicht schwach. Oh, gerade was offen irgendwo. Verdammte Axt. Hallo. Ich will gar nichts. Ich bin nur ein Lieferant. Der hier irgendwas gar nichts liefert, weil mein LKW total leer ist. Alter, muss nicht hier was offenes machen. Was ist so scheiße ist das? Ich krieg hier einen Kackreiz. Oh mein Gott. Ich will dich nicht anfahren, muss ich machen. Ich habe Respekt vor Leuten getroffen. Wirklich. Kann ich vielleicht hier selbst manuell irgendwas öffnen oder so? Nein. Was ist denn für ein Scheiß hier, Mann? Ich krieg hier doch gleich einen totalen Ausraster. Mann, ich will doch nur die Mission noch eben mal schnell so. Zumindest anfangen. Vor mich steige ich jetzt hier auch nicht mit Dreieck ein, sondern mit X, mit der Aktionstaste, was ich irgendwie komisch finde. Sonst steige ich immer mit Dreieck ein. Mit einem Auto. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Ah, ich muss mich gerade kratzen. Das ist Halle 2. Da ist was offen. Sehr schön. Ich wollte mit den Leuten mal reden irgendwie. Ich hoffe mal, es ist die Halle, wo ich rein muss. Oh mein Gott, das war so knapp. Okay. Ich versuche mal mit den Leuten zu reden. Vielleicht wollen... Oh, sieht das gut aus? Ich kann leider die Aufschrift nicht lesen. Kann ich mit dir sprechen? Hey, Jungs. Was kann ich für dich tun, Kumpel? Ach, nichts. Dann lass mich in Ruhe. Okay, und du? Du willst gar nicht mit mir sprechen. Gut. Du musst voll laden, damit die scheiß Kiste aufnimmt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt die richtige Kiste ist. Könnt ihr irgendwie so? Leg sie mal wieder ab, bitte. Was machst du? Was machst du damit? Hä? Ich peil gerade nicht viel, wirklich nicht. Wie mach ich das denn? Einfach auflegen, einfach drauf tun. Leg doch drauf, verdammte Scheiße. Wenn dann tust du wie aus der Hand oder so. Ey, hallo? Ich kann damit nichts machen. Ich glaub's nicht. Komm, tu dich doch mal irgendwie auf die Ladefläche oder so. Oder leg sie ab. Oder mach irgendwas. Oder mach was, bitte. Du musst ihn wirklich dahin wieder zurück tun. Das wäre ein Witz. Ich weiß immer nicht, ob es die richtigen Kisten sind, weil ich kann es einfach nicht lesen. Ich kann die auch nicht zurück tun. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Hallo, Mann. Ja, der will einsteigen, der kann aber nicht einsteigen, weil er die scheiß Kiste in der Hand hat. Der will die Kiste aber auch nicht ablegen oder so. Das finde ich echt lustig. Leg die Kiste doch mal weg, hallo. So ein strunzdämliches Stück Code, wirklich. Das ist... Ich drücke gerade alles, was man drücken kann. Die Kiste ist verschwunden. Das ist gut? Ich habe keine Ahnung. Das scheinen die falschen Kisten zu sein, okay. Kann ich hier irgendwie die Ladefläche runter machen oder so? Hä? Wie funktioniert diese verfickte Mission? Ich peil das nicht.
Ich kann hier nichts machen. Wirklich nicht. Ich kann da Kisten aufheben, wo ich nicht weiß, ob sie richtig sind. Was steht denn drauf? Sieht aber nicht nach Scorsese Import aus. Das sind, glaube ich, die falschen Kisten. Gut. Aber die Kisten, die... Wieso bist du denn jetzt auf einmal da? Ist ja gleich mit einem Gabelstapler gemacht, oder wie? Hä? Ich leg die einfach mal da drauf. Ich kann ja irgendwie alle dahin. Hä? Ich bin gerade total überfordert von mit der Mission. Nur zur Erholung, von wegen. Ist total schwer. Okay, das scheint aber auf jeden Fall richtig zu sein. Irgendwie. Auf eine ganz kranke Art und Weise. Ich bin gerade wirklich sehr überfordert. Das ist nicht schön. Komm, wir legen mal ab. Ablegen, danke. Aber warum kann ich die von A nach B schleppen? Also, das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Die müssen auf dem Wagen und nicht irgendwie auf der Palette. Es sei denn, da kommt gleich wirklich nur ein netter Typ mit einem Gabelstapel an und hebt die an und auf meinen Wagen hier drauf, aber die Palette ist viel zu groß für meinen Wagen. Ich verstehe das nicht. Ich bin gerade wirklich total überfordert. Ich bin eigentlich relativ sicher, dass das, was ich hier tue, falsch ist. Weil zum einen, was bringt mir das, wenn ich die Scheiße auf die Paletten tue? Und zum anderen, steht da nicht Scorsese irgendwas drauf. Und zum dritten, selbst wenn das wirklich gleich mit Gabelstapler funktionieren würde, da hinten ist auch was offen. Ja, so eine Scheiße. Dann, ja, die Palette ist einfach zu klein. Und zum vierten weiß ich auch nicht, wie deutlich ist dieses Scorsese-Ficken denn überhaupt zu erkennen. Weil da erkenne ich zum Beispiel gar nichts, weil es einfach zu dunkel ist. Und außerdem kann ich sie auch nicht anheben oder sonst irgendwas mitmachen. Ich fahre jetzt mal erstmal zur anderen Halle. Boah, ist so ein Käse hier so nah gleich. Löse ich von der Bahn. Danke schön. So, mal gucken, was da hinten in der Halle drin ist. Das sieht ja schon besser aus. Da kann ich auch beladen, weil ich direkt... Wenn ich direkt jetzt hier gleich dran parke... Ich ramme das einfach mal. So, da kann ich ja nämlich direkt schön draufpacken. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah! Ah! Hallo, willst du mit mir sprechen? Bö. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter an die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja. Ja, Chef. Die Kisten soll ich wohin bringen? Die Abfertigungshalle oder was? Ich muss jetzt nicht die ganze... Wow, ich sehe überhaupt gar nichts mehr. Ich muss jetzt nicht so weit laufen die ganze Zeit, oder? Hä? Ich will dich doch nur auf den Wagen tun, Mann. Bitte. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich tun soll. Soll ich die jetzt in den Wagen tun, oder soll ich die jetzt wirklich bis zur Halle tragen? Das wird ja Jahre dauern. Ich konnte gerade irgendwie X drücken. Okay. Irgendwie bin ich gerade auf der... Ladefläche gewesen, was ich ganz gut finde. Wer sich jetzt beschwert, ne? Der könnte mir wirklich auch sagen, hier von wegen so, ja, hier, ich wollte mit dem LKW dahin transportieren und so, aber das macht er sowieso nicht, weil ich habe ja keine Entscheidungsfreiheit. Mann, ey. Das ist ja, ich habe irgendwie gedacht, das wäre echt eine super leichte Mission, dass ich einfach da hingehe, ein bisschen schleppe und so, dass alles schön eindeutig ist. Dass mir auch gesagt ist, wo die Kisten sind und alles. Aber, ich meine, im Endeffekt... Kann ich nicht schlechtes Überspiel sagen, weil die haben es wirklich eindeutig gemacht. Als ich auch in der richtigen Halle war, haben die sogar gesagt, hier kam eine kleine Sequenz und alles. Und ich hoffe mal, es klappt aber so auch, dass ich jetzt nicht vor in die Abfertigungshalle irgendwie gehe und... Wo willst du damit hin? Diese Kisten fasst niemand an. Du kamst mir doch gleich verdächtig vor. Wache, wir haben hier einen Eindringling. Nein. So, ich muss hier... Was bitte war das denn jetzt? Hallo? Was war das denn?
Aber wie kann ich das jetzt am besten machen? Ohne dass irgendjemand Wind bekommt davon. Okay, gut. Ich muss zu der Halle, wo die Sequenz ist. Super, ne? Ah, Mann. Aber ich bin doch beim ersten Mal auch hier durch alle Hallen durchgefahren. Hier zwischen den ganzen... Entschuldigung. Zwischen den ganzen Dingern hier. Und da war nicht wirklich viel offen. Oder war es hier direkt? Ne, da war nichts. Da ist auch alles dicht. Ob ich jetzt hier rückwärts hier durchheize, ich weiß es nicht. Ich will gerade gerne mal nach vorne gucken, bitte. Danke. So, das ist die Abfertigungshalle. Soll ich die Sachen alle da hinschleppen oder was? Von da aus dann nach... Hä? Ich versuche den einfach mit meinem Baseballschläger auszunocken. Das wäre vielleicht mal... Ich will... Boah, das fahre ich hier noch nicht fest. Jetzt habe ich wahrscheinlich so einen Typ überfahren und ich baller wieder auf mich. Ich weiß, man kann die Mission, glaube ich, auch beenden, ohne dass man irgendwie in eine wilde Schießerei ausartet. Aber das kriege ich sowieso nicht hin. Nein, ich bin total falsch. Aber immer dieses Scheiß... Ah, diese Kacksicht, dass sie sich immer so langsam ändert. Vor allem, wenn man dann hier so... Ja, komm. Komm einfach so. Fupp. Wahrscheinlich sieht ihr das genau. Ja, es kommt. Ist gut, wir haben die Sequenz schon mal gesehen. Wie sieht das doch, wenn ich den ausnocke? Wo willst du hin? Ja, komm, ich will's wegdrücken, bitte. Ja, ja. Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja. Ah, okay, jetzt begreife ich jetzt, was ich da tun muss. Ich muss tatsächlich, denke ich mal, erst in der anderen Halle die Kisten dann wirklich in die Abfertigungshalle machen. Ich würde jetzt nur gerne meine Waffe gerne wegpacken. Weil ich glaube, denen ist es relativ egal, ob ich mit dem Baseballschläger hier rumrenne. So, okay, dann machen wir das mal. Ich hoffe mal, das ist das, was sie von mir wollen. Ich hoffe mal, dass der Typ sich dann verpisst und dann sagt, hier, komm, tu was Gutes für dein Geld oder so, weiß ich nicht. So, ich gehe mal hier hin und wechsle die Waffe, so. Gut, dann machen wir es nochmal. Oh, Alter, das ist schon wieder so eine leichte Mission und ich kacke schon wieder so ab, Mann. Das ist so unglaublich. Ich glaube, das hier ist echt die leichte Mission, weil sonst würde die ja nicht nur zur Erholung heißen, oder? Die verarschen mich. Wie viele Kisten sind das? Es sind so viele Kisten, ey. Warum mach ich denn hier so einen Kack? Und Pauli und Sam sind wahrscheinlich schon eingepennt. Boah, wir haben jetzt schon 8 Uhr. Ich nehme schon wieder über 2 Stunden auf. Es ist unfassbar. Also 20 Uhr. Ich muss gleich noch rasieren. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Sonntag sehe ich immer aus wie ein Penner, weil ich bin einfach so unrasiert. Meistens rasiere ich mich montags und mittwochs. Und dann Freitag sieht das schon... Also es fängt schon an, schlimm auszusehen. Man sieht auf jeden Fall schon, dass ich nicht rasiert bin. Weil sieht man bei mir schon beim ersten Tag, das ist total nervig, wenn man so einen Bartwuchs hat. Also Sonntag sieht sich aus wie ein Werwolf, das ist total schlimm. Mein Freund sagt da nichts gegen. Finde ich auch gut so. Ach komm, 5 Kisten haben wir schon mal. Und fupp. Ich hoffe mal, der meint die Kisten, weil die Sequenz hat auf diese Kisten gezeigt. Beim ersten Mal ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass diese Kisten hier gemeint sind. Und Dispatch Hall kann natürlich Abfertigungshalle heißen. Aber ich frage mich nur, was sie mit den damit abfertigen. Keine Ahnung. Ich packe das einfach nur alle auf eine Palette. Wie spannend. Für sowas werden Leute bezahlt, echt. Also nicht, dass das jetzt hier, ne, unwürdige Arbeit für mich wäre, aber ich muss einfach bedenken, wie viel die Leute bekommen, die sich sowas machen. Das ist ja wirklich ein Witz. Wir sind dann nur noch 9, 13 Kisten, denke ich mal. Wie viel habe ich da schon? Na, immerhin ist das jetzt nur mal. Ich muss jetzt gerade echt lange zählen. 8. Komm, 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 komm. Nur mal 2 auf einmal, ey. Mein Gott, du Pussy.